Ja, herzlich willkommen bei Produkt im Bild. Mein Name ist Klaus Paukowitz, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Outlook. Bei uns geht es um industrielle Automatisierungstechnik und ich habe heute einen Gast bei mir, der den weiten Weg aus Dänemark auf sich genommen hat, um bei uns im Studio eine echte Innovation vorzustellen. Markus Hofmann, grüß Gott. Grüß Gott. Herr Hofmann ist Produktmanager bei LINAG, einem Spezialisten für Linearantriebstechnik. Man kennt das Thema in der Automatisierung. Vielleicht können Sie noch kurz auf den Punkt bringen, was LINAG an Kerngeschäft hat. Ja, LINAG ist weltweit eines der führenden Unternehmen für elektrische Linearantriebe. Wir haben verschiedene Kundensegmente und wo wir wirklich Wert generieren, ist, dass wir uns anschauen, wo werden unsere Antriebe gebaut und bauen dann die Antriebe so, dass sie auch in den entsprechenden Umgebungen perfekt performen können. Das können Komfortmöbel sein, höhenverstellbare Schreibtisch oder Industrieanwendungen oder Anwendungen in der Landwirtschaft zum Beispiel. Also in der Industrieautomatisierung kennt man Linearantriebstechnik natürlich gut. Jetzt gibt es aber in diesem Bereich einen zweiten Trend, der momentan ein ziemlicher Hoffnungsmarkt ist. Das ist die kollaborative Robotik und die ist so ziemlich das Gegenteil. Hier geht es nicht um lineare, gleichförmige Bewegungen, sondern um flexible, immer wieder veränderliche Bewegungen, die menschliche Hand nachstellen. Wie gibt es da eine Verbindung zwischen diesen beiden Bereichen? Genau, Cobots sind extrem populär und werden mehr und mehr verwendet für die Industrieautomatisierung. Das Problem bei Cobots ist leider, dass die meisten Cobots eine Reichweite von 1 zu 1,5 Meter haben. Und wenn man zum Beispiel den Anwendungsfall von Palettierung nimmt, wo fertig erzeugte Güter genommen werden müssen und auf einer Europalette platziert werden müssen, kann der Cobot alle Positionen erreichen, aber er kann nicht die Güter auf eine Höhe von 1,5, 2 Meter oder sogar 2,5 Meter palettieren. Jetzt haben Sie Höhe schon angesprochen, das ist, glaube ich, auch der Kernbereich, den wir uns heute anschauen wollen. Wir stehen hier vor einer Hubsäule, genau. Elevate. Zeigen Sie einmal, was die kann. Genau, das ist Elevate, unsere Hubsäule, die mit einer Geschwindigkeit von 100 mm pro Sekunde verfährt und ist somit ein Komponent für Palletizer, um die Höhe vom Cobot zu justieren. Wie hoch geht es hinauf? Wir können 900 mm Hub hochfahren, das sind dann 1,6 Meter. Okay. Und Sie können natürlich auch wieder herunterfahren. Ja, so, oder jetzt beliebig viele Positionen anfahren. Jetzt sieht man hier hinten vielleicht, also das Kabel ist außen geführt, kommt von oben herunter. Warum haben Sie sich dafür entschieden? Genau, das sind technische Gründe, weil wir haben auch unsere integrierte Steuerung in die Säule eingebaut. Das bedeutet, die Säule wird komplett intern gesteuert und kann mit einfachen Signalen, Ethernet-Kommunikation oder mit digitalen, analogen In- und Output-Signalen angesteuert werden vom Cobot-Controller, was es sehr einfach macht, für unsere Kunden die Säule zu steuern. Und die Kabel können dann mit einer Energiekette und dem Roboterkabel runtergeführt werden. Wir haben jetzt hier natürlich nur die Hubsäule bei uns im Studio stehen, aus Sicherheitsgründen, sonst würden wir nicht so entspannt drumherum stehen. Wir haben jetzt hier ein Bild, wo die Hubsäule mitsamt einem integrierten Cobot drauf ist. Sagen Sie mir, mit welchen Cobot-Marken arbeiten zusammen? Geht das theoretisch mit jeder? Ja, theoretisch geht es mit jeder. Für unseren Launch haben wir uns auf Universal Robots und Omron Techman Cobots fokussiert. Das sind die ersten Eintrittsmärkte. Dort haben wir auch Softwarelösungen, dass die Säule direkt ganz einfach programmiert werden können. Mit unseren Accessory Kits können auch zusätzlich Doosan und Fanuc Roboter benutzt werden. Das heißt, es ist eine recht hohe Bandbreite. Wir haben jetzt hier auch ein Foto von einem Cobot auf einer Hubsäule in seiner natürlichen Umgebung in einem Lager bei einer Palettierstation. Ist, glaube ich, recht anschaulich. Erklären Sie uns trotzdem, was wir hier sehen. Ja, hier kann man sehen, dass die Säule nach oben fährt, um den Cobot auf die Höhe zu bringen, dass wir die letzten Pakete auf der höchsten Lage palettieren können, damit wir die höchste Effizienz für das Unternehmen hinbekommen und die Palette vollständig bis oben hin palettiert ist. Das heißt, genau die Schwäche des Cobots, oben nicht drauf zu kommen und die Palette so voll zu machen, dass sie gerade noch in den LKW passt, genau das wird ermöglicht. Genau. Wie lange dauert es, um so einen Prozess zu definieren und umzusetzen? Also sprich, ich habe einen Cobot, ich habe eine Palettierstation, wie lange dauert es, um hier eine Hubsäule einzusetzen? Ja, eine Palettierstation ist ja ein komplettes System und da muss man sich natürlich einlesen, wie man die Säule integrieren will, weil wir nicht mit einer Stromversorgung kommen, es muss eine externe Stromversorgung für die Säule zur Verfügung gestellt werden, weil wenn das alles geklärt ist und die Säule bestellt ist, im Endeffekt dauert es 15 Minuten, um die Säule mit einem Cobot zu verkabeln, unsere Software nochmal zu installieren und nach 5 Minuten Programmierung ist man eigentlich bereit, um die Säule im Cobot zu verfahren.
Ein Thema bei der kollaborativen Robotik ist die Sicherheitsfrage, die hier ganz genau beobachtet wird. Wie stellt sich das bei Ihnen dar? Ja, wir haben uns gegen eine Sicherheits- und Performance-Level-Zertifizierung entschieden, da Sicherheit ein extrem wichtiges Thema ist und wir wollen, dass unsere Kunden sich damit auseinandersetzen und richtig lösen, weil Sicherheit kann auf verschiedene Arten gelöst werden, gerade wenn es kollaborativ ist. Aber unsere Säule kommt mit einer eingebauten Bremse. Das heißt, wenn der Strom vom Motor entfernt ist, bremst die Säule und ist selbsthemmend und wird sich nicht bewegen und somit ist es ein Safe-Talk-Off-System. Was sind die Zielmärkte? Sie haben schon angesprochen, Lagerhaltung, Pelletierung. Was sind die Zielmärkte, wo Sie sich am schnellsten einen Erfolg erhoffen? Ja, wir sehen große Anfragen in den Fast-Moving-Consumer-Goods. Also in Bereichen, wo es zum Beispiel in der Lebensmittelindustrie, wo es um fertigverpackte Waren gibt, die ganz schnell auf die Palette und in den LKW gehören. Genau, wo es schnell palettiert ist und wo derzeitig keine komplett vollautomatischen Palettiereinheiten gebaut werden können. Ab wann wird das Produkt lieferbar sein und wie kommt man jetzt in Österreich, wenn man sich dafür interessiert, an die Information? Ja, das Produkt ist lieferbar ab Ende Januar 2023 und wir können mehr Informationen können über unsere Internetseite oder über unsere lokale Tochtergesellschaft Linac GmbH oder auch in Österreich angefragt werden. Da können wir weitere Informationen teilen oder auch Tests sollen ausgeliehen werden. Jetzt ist kollaborative Robotik, wie schon erwähnt, aber ein ziemlicher Hoffnungsmarkt. Der halt einfach gewisse Einschränkungen hat durch die Reichweite des Cobots und durch die Beschränkungen, die der da hat. Denken Sie, wird das die Verbreitung von Cobots beschleunigen? Ja, absolut. Also mit der Hubsäule haben wir einen starken Komponent oder ein starkes Werkzeug für einen Cobot gebaut, der einfach zu integrieren ist und damit können mehr und mehr Probleme mit Cobots gelöst werden. Und wir sind gespannt zu sehen, was in Zukunft alles damit gelöst wird. Herr Hofmann, herzlichen Dank für den Besuch. Es ist für mich ein bisschen so etwas wie das Ei des Kolumbus. Es ist ganz einfach, die Höhenverstellbarkeit des Cobots, die Reichweite dadurch zu erhöhen. Man muss es nur einmal gemacht haben. Linac hat es gemacht. Das war's für heute bei Produkt im Bild. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.